Hallöchen und willkommen zurück bei World of Warcraft. Jetzt kam mittlerweile schon dieser eine Pre-Patch für das neue Addon. Ich weiß leider wirklich nicht, wann das neue Addon irgendwie rauskommt, freigeschaltet wird oder wie auch immer. Da sind wir eh noch weit entfernt. Jedenfalls musste ich erstmal alle Addons updaten, die neuen Versionen runterladen. Hat aber alles problemlos funktioniert. So, jetzt stehen wir allerdings vor dem Problem, dass die Skillung, so wie wir sie bisher hatten, nicht mehr funktioniert. Überleben wurde irgendwie komplett auf Nahkampf getrimmt. Ich hatte auch direkt hier eine Nahkampfwaffe, eine Stangenwaffe drin. Die macht einfach mal knapp 20 FPS. Und ist halt scheiße. Das ist echt kacke. Das möchte ich auch nicht. Ich habe keinen Bock auf einen Nahkampfjäger. Ich will verdammt nochmal mit Pfeil und Bogen oder mit einer Fernkampfwaffe halt spielen. Und das geht nicht. Deswegen müssen wir uns jetzt, wir können Gott sei Dank hier direkt eine andere aktivieren. Entweder Tierherrschaft oder Treffsicherheit. Also wer auf diese bescheuerte Idee gekommen ist, da war doch eine schöne Skillung vorher. War doch eine schöne Idee, die Spezialisierung überleben. Fand ich super. Gab überhaupt keinen Grund, meiner Meinung nach, da irgendwas zu ändern. Naja. Gut, müssen wir mit leben. Entweder Treffsicherheit oder Tierherrschaft. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was da jetzt verändert wurde. Keine Ahnung. Da müssen wir danach nochmal gucken und was auswählen. Können wir mal gucken. Tierherrschaft. Was haben wir da? Cobra-Schuss? Der ist nicht verkehrt. Alpha-Tier ruft ein Wildtier, das kurzzeitig für euch kämpft. Tötungsbefehl. Befiehlt eurem Hauptbegleiter einen mächtigen Angriff. Verbraucht Fokus. Distanzangriff. Mehrfachschuss. Ja. Zone der Wildnis. Des Wildtiers. Fähigkeit mit Abklingzeit erhöht eine Zeit lang den verursachten Schaden von euch und eurem Hauptbegleiter. Aspekt der Wildnis. Fähigkeit mit langer Abklingzeit erhöht eine Zeit lang eure kritische Trefferchance und Fokusgeneration, Regeneration sowie die eures Hauptbegleiters. Das wäre Tierherrschaft. Treffsicherheit. Hätten wir noch den Arkanschuss? Der gezielte Schuss im Visier. Distanzangriff. Fügt allen Zielen mit Mal des Jägers Schaden zu, verbraucht Fokus, Mehrfachschuss, Stoßfeuer, Angriff auf kurze Distanz mit Abklingzeit, fügt allen Zielen vor euch Schaden zu und stößt sie zurück. Boah, sorry, davon gefällt mir nicht. Scheiße, ach komm, dann machen wir. Scheiß drauf, ich probiere es jetzt mal mit Treffsicherheit. Moment. Moment, ich schaue noch mal ganz kurz hier durch. Das ist jetzt nach wie vor Überleben. Vor allem Überleben und Nahkampf ist doch schon, oder gegensätzlich, ich weiß es nicht. Für einen Jäger zumindest. So. Freudentaumel. Heilt euch um 30% eurer maximalen Gesundheit und euren Begleiter um 100% seiner maximalen Gesundheit. Ne, ich wollte was anderes schauen. Cobra-Schuss. Wir müssen heute ein bisschen einstellen. Ach Gott, mehr nicht. Haben die hier noch mehr rausgenommen? Wo ist denn hier schwarzer Pfeil und solche Scherze? Gibt es nicht mehr? Gezielte Schuss, 2 Sekunden lädt der auf. Ach Gott. Echt? Haben die so viel weggenommen? Boah, ist das mies. Ach komm. Scheiß drauf, wir probieren jetzt doch mal Tierherrschaft. Das gefällt mir hier eigentlich mit dem Cobra-Schuss. Gegenschuss. Ich weiß nicht, was davon eventuell im Endgame besser ist, keine Ahnung. Wir probieren mal Tierherrschaft. So, wir können dann trotzdem später nochmal tauschen, wenn ihr dann eine Idee habt. Ach, guck mal, zack. Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Tötungsbefehl. Gebt eurem Tier den Befehl zu töten, wodurch es sein Ziel wild anfällt und 813 körperlichen Schaden zufügt. Die Reichweite beträgt 25 Meter. Raubtierhiebe. Moment, jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen sortieren. Cobra-Schuss.
Zorn des Wildtiers, Mehrfachschuss hier unten hin. Gegenschuss. Erschütternder Schuss. Rückzug. Das ist gut. Freudentaumel ist das mit der Heilung. Was war das hier? Aspekt der Wildnis. Gewährt euch und euren Begleiter alle eine Sekunde 10 Fokus und erhöht die kritische Trefferchance aller Angriffe für 10 Sekunden. 2 Minuten Abklingzeit. Was ist das hier? Tier wiederbeleben? Ja, das habe ich hier rechts oben schon drin. Ah, okay, verstehe. Hallo, wir von Dying for Honor suchen für den anstehenden Release von Legion neue Member. Bieten Homepage TS3, eine erwachsene Community, 35 Jahre und älter. Da kann ich noch nicht mithalten. TS3 allerdings Pflicht. Tut mir leid, ich lehne es leider ab. Nö. Noch keine Lust dazu. So, was war das jetzt hier? Tötungsbefehl. Oh, Alpina ist wieder weg. Alpha-Tier. Ein mächtiges Wildtier dabei. Hat plus 12 Sekunden Abklingzeit. Achso, ich habe nichts zum Angreifen, sonst hätte ich es mal getestet. Zum des Wildtiers. Versetzt euch selbst und euren Begleiter 15 Sekunden lang in einen Kampfrausch, durch welchen sowohl ihr als auch eure Begleiter 20% mehr Schaden verursacht. Okay. Okay. Dann können wir noch Talente hier verteilen. Was haben wir da? Scheint auch anders zu sein. Oh ja, hier, Chimärschuss. Ja, genau. Ah, die Vögel. Hier ist ja vieles neu. Kann das sein? Sieht ganz danach aus. Okay, was haben wir? Großwilde Jäger, passiv, erhöht die kritische Trefferchance eures automatischen Angriffs sowie von Kobraschuss bei Zielen, die über mehr als 80% Gesundheit verfügen, um 50%. Oh, das ist aber nett. Weg der Kobra. Kobraschuss verursacht für jeden eurer aktiven Begleiter oder Wächter 8% mehr Schaden. So, fürs Hochleveln oder fürs Questen jetzt ist das natürlich nicht verkehrt, ne? Der erste Schuss, direkt mal ein Kobraschuss, zack. Haut er mit 50%iger Wahrscheinlichkeit einen Crit raus. Oder halt je nachdem noch ein bisschen mehr. Oh. Für die kritische Trefferchance, die wir vielleicht eh schon haben. Alpha-Rudel erzeugt während seiner Effektdauer zusätzlich 12 Fokus. Nö, ich nehme mal den Großwildjäger, zack. Stampfen. Wenn eure Alpha-Tiere herbeistürmen, stampfen sie auf den Boden und fügen so allen Gegnern in der Nähe 737 Schaden zu. Ui. Den Schaden haben sie aber ganz schön angehoben. Na, da bin ich ja mal gleich gespannt. Na, da stampfen schon mal nicht verkehrt. Versetzt euren Begleiter in Alpha-Raserei. Versetzt euren Begleiter in einen Zustand der Raserei und lässt ihn einen Hagel von 5 Angriffen auf das Ziel ausführen. Wobei sein Angriffstempo 8 Sekunden lang um 30% erhöht ist. Nicht schlecht, Chimärschuss. Den hätte ich eigentlich ganz gern. Ein Schuss mit 2 Projektilen, der euer Primärziel sowie ein weiteres Ziel in der Nähe trifft und dem einen 332 Naturschaden sowie dem anderen 332 Frostschaden, super, zufügt. Warum ist denn das geteilt? Frost und Natur? Naja gut. Erzeugt für jedes getroffene Ziel 10 Fokus. Dann nehme ich den Chimärschuss. Super. Begleiter. Das lassen wir erstmal so. Falls da jemand noch eine andere Idee hat, ich lasse Alpina erstmal auf Wildheit. Bin ich ja froh, dass wir die kleine Alpina. Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Dass wir die immer noch dabei haben. So, okay. Wir müssen mal reparieren. Ich sehe gerade, unser Kopfteil hier ist rot. Und Post haben wir auch. Hier muss es doch irgendwo einen Postkasten geben. Warte mal, hier ist der Schmied. Da können wir erstmal reparieren. Oh, 2 Silber. Kann ich den Mist verkaufen? Stangenwaffe weg. Ah ja, genau, was ich noch installiert habe.
hatte ich mal als Info bekommen. Ich habe es jetzt erst geschafft, das mal mitzumachen. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal eine... Wieso habe ich denn Platte am Kopf? Wollt ihr mich ein bisschen verarschen oder was? Die haben doch jetzt nicht etwa Items geändert, oder? Na, wie dumm. Ja, toll. Das muss auch was mal hinkriegen. Platte-Item beim Jäger. Toll. Ja, wollte schon sagen, warum ist das denn rot? Na gut, dann haben wir halt da jetzt erstmal nichts. So, jedenfalls, wenn wir mal eine Quest anklicken, dann nehmen wir direkt mal die 1. So, jetzt kann ich oben auf Storyline gehen und da wird das anders dargestellt. Das ist super, da steht dann nochmal hier der Text. Der Schattenhammer meint also, hier eine Ogre-Armee aufstellen zu können, mitten im Gebiet der Horde? Das werden wir sehen. Ogre respektieren nur eines, Stärke. Ich möchte, dass ihr bei der Zeremonie von Cho'Gall ein Attentat verübt, Alpern. Reißt die Tore Düsterbruchs auf, begebt euch in die Menge der Anwesenden und ermordet sie. Geil, oder? Super. Wir können ja noch mal antworten. So. Immer schön freundlich bleiben. Ja, weiß ich nicht, jetzt war hier irgendwie kein, vielleicht der oben Postkasten, keine Ahnung. Dann gehen wir erstmal doch nach Düsterbruch, oder? Ich hatte was anderes vor. Ah ja, das waren ja die anderen Yetis. Ja, ich erinnere mich. Ne, komm, wir gehen erstmal nach Düsterbruch. Ist ja vollkommen egal, ob da hoch oder da runter. Ich weiß auch, ich habe keine Patchnotes durchgelesen, da es mir tatsächlich relativ egal ist. Und ich gedacht habe, okay, jetzt für uns hier. Ah, guck mal. Der Filter ist jetzt automatisch nach Stufe geordnet. Das ist ja schön. Oh, was ist denn das hier? Und eure Vorlagensammlung werden alle zur Transen verfügbaren Vorlagen aufgelistet. So. Schön. Quest. Quest, Quest, Quest. Krass. Guck mal, wie viel es hier gibt. Hohoho. Ja, da gab es ein riesengroßes Infotext. Infofenster, als man das Spiel jetzt das erste Mal gestartet hatte mit dem Patch. Naja. Gut. Ich hoffe, wir haben ein bisschen was verkauft im Auktionshaus. Oh, das ging schnell. Die haben neue Leisten über dem Kopf. Kann das sein? Guck mal. Ist das neu? Das gefällt mir. Das sieht ganz gut aus. Gibt es denn auch neue Grafikoptionen? Das schauen wir uns mal gemeinsam an. Erweitert. Keine... Bisschen was verändert, ja, das sehe ich. Ultra hoch für die Schattenqualität. Was verändert sich denn da? Okay. Das war vorher doch alles auf dem höchsten, wie ich das gemacht hatte. Die Lasing MSAA 4 mal reicht vollkommen aus. So, jetzt haut's wieder hin. Hab mich schon gewundert, warum Feralas so hässlich aussieht. Nee, hat sich effektiv eigentlich nichts getan. Bloß ein paar Schatten hier in der nahen Ferne, nenne ich es mal, wurden hinzugefügt. Sehen wir vielleicht in den ganz neuen Gebieten dann. Keine Ahnung. So, warte mal. Der Chimärschuss. Also Schaden macht er echt ordentlich hier, unser Jägerlein. Okay, das ist jetzt eine neue Leiste. Es gab auch eine ganz neue Leiste. Hier oben die Artefakt- oder die Artefaktbar, die hier hinzugefügt wurde bei Dominos. Keine Ahnung, ich habe die erstmal ausgeschaltet vorhin. Ich denke mal, das hat mit Stufe 110 dann erst was auf sich. Jetzt noch nicht. So, hat sich noch irgendwo was geändert? Mal schauen. Das hier ist neu, ne? Das ist übersichtlicher angeordnet. Jetzt sind hier nur noch die Dinge zu sehen, die der Charakter wirklich braucht. Vorher könnte man die hier wegklicken oder klein machen. Zum Beispiel Magie oder so. Braucht ja der Jäger nicht wirklich. So,
Und jetzt sehen wir halt bloß noch die, die wir wirklich brauchen. Alter. Der haut aber echt gut rein, ne? Bin ich ja ein bisschen begeistert. Welche Stufe sind wir? 40. Okay. Zack. Ist ja fast tot. Lol. Okay. Ich sehe gerade, ich müsste von X-Loot mal was ändern. Wenn wir einen Bogen für unseren Level hätten, dann wären die mit einem Schuss tot. Okay, sie haben es tatsächlich noch mehr vereinfacht. Ey, das gibt's doch nicht. Das hätte es eigentlich nicht gebraucht, Mann. Ich weiß nicht, wie es im Endgame ist, aber da kommt wahrscheinlich nicht so viel dazu. Naja, 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 naja. Ha. Tja, Alpine hat gerade nicht so viel zu tun, ne? Irgendwie. Ah, ist hier zu? Stimmt. Es gab nur da hinten den Eingang. Ich erinnere mich. Was ist denn das hier für ein Level? Der Nether-Drachen-Feigling? Nether-Feen-Drache? Stufe 12. Vielleicht ist es ein blauer. Ein grün haben wir da schon. Ein blauer wär mir eigentlich ganz recht. Hier? Ne, hier. Der grüne. Komm, wir machen einmal. Vielleicht haben wir Glück. Oh. Ja, ein grauer. Verdammt. Hauen weg. Hyäne. Jetzt buddelt sich das Vieh erstmal ein. Komm schon, nochmal. Ah, schade. Kriegst du noch einen großen Schlag zum Schluss? Jawohl. Ach Gott, da gab es jetzt sehr, sehr wenig EP. Plus vielleicht 5% oder so, wenn es hochkam. Jetzt will ich aber mal den Chimärschuss probieren. Also was das hier jetzt für Leisten sind, sind die hier auch einsehbar? Nö. Was haben wir hier? Was hat der denn für Krallen da an der Hand? Also die Gegner sind jetzt nur 3 Stufen unter uns, ne? Ich bin der Meinung, die haben vorher deutlich mehr ausgehalten. Also wenn der Patch ein Anzeichen dafür ist, wie schwer das neue Addon wird, dann gute Nacht. Oder sie machen es endgültig für zum Singleplayer. Ach genau, hier. Ich wollte doch mal... Nee, wo ist denn das? Ruft ein mächtiges. Hä? Warte mal. Hier hinten war der Hintereingang zu einer Instanz. Ich hab grad bloß gequatscht und irgendwo ging es da hier durch. Irgendwo? Bin ich vorbeigerannt? Hier. Ah, ich bin vorbeigerannt. Entschuldigt. Hier müssen wir natürlich rein. So. Also da ging es da hinten doch durch. Ich war bloß falsch. Und hier gab es früher auch einen ganz, ganz seltenen Gegner, der hier unten auftauchen konnte. Düsterbruch, die zerstörte Almende. Ah, wir gehen mal hinten hin. Ah, Düsterbruch. Irgendwie, ja, von der Instanz war ich... Die war immer so ein bisschen mystisch, sagenumwoben für mich. Weil die halt damals sehr schwer war und viele meinten, oh, 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 geh da lieber noch nicht rein. Und das hatte dann von Anfang an daraufhin halt für mich sowas
dass es sehr schwer ist und man das lieber erstmal in Ruhe lassen sollte. Und dann war die später schon auch relativ schwer tatsächlich. So, da geht's auch irgendwie runter. Die Zeremonie gestört. Jetzt ist hier aber keine Zeremonie. Ach, guck mal. Vielleicht haben die gerade da draußen ein bisschen rumgewütet, deswegen ist hier vielleicht nichts. Kann natürlich sein. Da geht's wieder raus. Wir bekommen einen Bogen bei der Aufgabe, aber der ist schlechter als den, den wir gerade haben. Keine Zeremonie. Na gut, ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal einfach weiter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich warte jetzt hier einfach mal. Vielleicht passiert noch was. Und dann schalte ich wieder rein. Und wenn nicht, dann... Tja, dann nicht. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.